Hallo Iris Gundalaccia. Auf der Map Aftermath die Stellung, die Orte herausfinden, wo sie sind, das einem einprägen und so kann man auch gewinnen. Ich habe bemerkt, man verliert nur, wenn man nicht weiß, wo die sind. Und man verliert auch, Identifiziert. wenn man eine Stellung hat. Jetzt schauen wir zuerst das an da. Hier fängt sie an. Ihr seht selber, ich muss Wir ja nicht befinden uns sagen, wo sicher. sie anfängt oder nicht. Ihr seht die Pfeile. Mach hier einfach, dass ich das zeigen kann euch und mir selber auch. Das Problem ist einfach, wenn man nicht weiß, wo die Stellung ist und dann wird sie hart umkämpft sein. Ich sage, 15 Sekunden, ihr seht Stellung links oben, wie viele Sekunden es noch geht. Wenn es so sehr umkämpft ist und man merkt, man kann sie nicht mehr erobern, zurückerobern, dann geht, also da gehe ich auch, zu der nächsten Stellung, um Position zu beziehen. Ganz einfach. Wir haben im Stellung ist Team sicher. das nicht gemacht und durch das haben wir viele Spiele verloren. Auch ich, wenn ich, gut, ich habe bis jetzt nie alleine gespielt, außer um zu schauen, wie es ausschaut mit dem, wie viele Bilder pro Sekunde, das ich erhalte, wie ich das Ganze einstellen kann. Nur dann bin ich alleine reingegangen. Sonst überhaupt nicht. Immer im Team. Also ich brauche mindestens ein Teammate, damit ich das Spiel spiele. Ansonsten spiele ich das Spiel nicht. Und ich finde es jetzt noch ziemlich gut, auch für mich. Wo sind die Stellungen? Wo kann man ein bisschen campen? Es ist ein Camper-Modi, das ist schon klar. Wie Hauptquartier oder Sprengkommando. Jetzt mal schauen, wo die nächste Stellung kommt. Bei der identifiziert. größeren Map habe ich gemerkt, sind sie vier, deren vier. Mal schauen, wo die dritte, das ist jetzt die dritte, nicht die vierte. Hier drin. Dann hier, soweit ich mich erinnere, hier oben kann man auch sein, aber man kann sie hier oben nicht erobern. Es gibt gewisse Maps, da kann man oben oder unten sein und erobern. Hier seht ihr schön die Pfeile. Ja, ich denke mir, ich mache alle Maps mal so durch. Ich will nicht unbedingt schneiden, weil auch wenn es nur eine Minute hier, also wenn es eine Minute hier geht, wo für viele zu lange ist, kommt das mir jetzt nicht so drauf an. Ich finde, man kann sich das besser einprägen, wenn man das ein bisschen länger anschaut. Jetzt, Stellung wo kommt die identifiziert. nächste? Hier hinten irgendwo. Da hatten wir ja den Spawn. Ah ja, ihr seht, wo sie wieder anfängt. Hier auch, wenn man hier durchgeht. Mal schauen, wo sie noch ist. Ah, hier hinten, aber man kann doch hier rauf noch. Aber hier kann man die, weil es gibt gewisse Maps, wie gesagt, kann man oben auch einnehmen. Oder bin ich da falsch? Ich habe die Erinnerung noch so, dass man sie einnehmen kann. Auch man kann hier ein bisschen schauen, kann man hier die Stellung schützen? Wie kann man sie schützen? Ja, ich musste das einfach mal anfangen machen für mich. Und ich hoffe, für euch hat das auch sehr geholfen. Damit man schon die nächste Stellung Stellung wird hier vorne identifiziert. sein. Ja, ganz genau. Das ist dann immer eine Rotation. Hier hat es auf Aftermath hat es vier Stellungen. Die gehen gegen Uhrzeigersinn. Es kommt ganz darauf an, wo man natürlich spawnt. Ich bin dort hinten. Also da hinten gespawnt. Man kann auch dort hinten spawnen, wo die dritte Stellung ist.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und vor allem geholfen, um dann die Spielmodi-Stellung auch gewinnen zu können und nicht wie ich sehr viele Male verlieren. Überaus viel. Okay, ich wünsche euch einen schönen und tschüss.